Nie zuvor stand in Deutschland auf Bundes- und auf Länderebene so viel Geld für Bildung und Forschung zur Verfügung wie heute. Dass im Silicon Valley auch die Scheiternden zum Helden werden. Aber es ist vielleicht wahr, dass wir besser mit der Angst umgehen. Bei X arbeiten wir an Projekten wie selbstfahrenden Autos, fliegenden Windturbinen und Internet von Luftballons. Unsere Moonshot-Projekte sind höchst risikoreich. Scheitern ist daher Realität. Wir müssen immer wieder die Angst vorm Scheitern überwinden und den Mut zum Experiment finden. Ich glaube, dass die Innovationspolitik schon ziemlich gut aufgestellt ist, dass sie aber noch ein paar Lücken hat und wir insgesamt gemeinsam ackern müssen über die ganze Bildungskette entlang. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine Phase für eine neue Gründerinnen- und Gründerkultur in unserem Land. Also auch schon in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen vermitteln, hey, du kannst selbstständig dich machen und du kannst mit deinen Ideen entsprechend auch nachher für die Innovation der Zukunft sorgen.